Yu-Gi-Oh! Willkommen zu einer neuen Folge Duologie. Heutiges Thema das Girgia oder Getribria Deck. Erste Karte Getribria Arsenal. Kriegt erstmal 200 Attack für jedes Getribria, was man kontrolliert. Nicht so interessant. Interessanter der andere Effekt. Man kann es nämlich opfern, um ein anderes Getribria-Monster vom Deck in die Defensive zu beschwören. Ja, dann das Auto. Wenn man ein Getribria-Monster kontrolliert, kann man das von der Hand specialen in Verteidigungsposition. Und wenn es vom Spielfeld auf den Friedhof gelegt wird, kann man ein Girgia-Monster aus dem Friedhof wieder auf die Hand nehmen. Eine der wichtigsten Karten im Deck ist die Getribria-Abwehr. Man kann sie nämlich einmal pro Zug in die verdeckte Verteidigungsposition wechseln. Wenn sie aufgedeckt wird, kann man ein Getribria-Monster vom Deck auf die Hand nehmen. Also die Suchengine des Decks. Oder Hauptsuchengine, weil sie halt immer wieder funktioniert. Dann die antike Antriebskiste. Wenn die von der Hand oder wenn die Karte vom Deck oder Friedhof der Hand hinzugefügt wird, außer durch Ziehen, also man muss sie raussuchen, dann kann man ein Erdemonster vom Typ Maschine mit 500 Attack und oder 500 Death vom Deck holen, außer die Kiste. Und ja, das geht nur einmal pro Zug. Man kann damit also zum Beispiel den Bohrer holen oder das Arsenal oder Getribriano MK2. Ja, das sind die drei Monster, die man damit holen kann. Ober beim Bohrer sind. Wenn der normal beschworen wird, kann man einen Erdemonster von der Maschinenstufe 4 oder niedriger vom Deck auf die Hand nehmen, außer Getribriaufbohrer, zum Beispiel die Kiste. In diesem Zug kann man aber nur noch Maschinen spezial beschwören. Und man kann nicht angreifen. Dein Getribriano MK3, wenn der durch den Effekt einer Getribria-Karte spezial beschworen wird, kann man ein weiteres Getribria-Monster als Spezialbeschwörung von Hand oder Friedhof in die Verteidigungsposition beschwören, außer ihn selber, aber die Effekte werden annulliert. Und Getribriano MK2, wenn der normal oder Flip beschworen wird, aufgedeckt zählt nicht, er muss dann Flip beschworen, also von der verdeckten Verteidigung in die offene Angriffsposition gewechselt werden, im Regelfall beschwört man ihn normal, kann man ein Getribria-Monster als Spezialbeschwörung von Hand oder Friedhof in die offene Verteidigungsposition rufen. Also die Kombo sieht dann zum Beispiel so aus, MK2 holen, damit MK3, damit den nächsten MK2. Dann, Crane, wenn der normal beschworen wird, kann man ein Stufe 3 Monster vom Friedhof specialen, dessen Effekte dann aber annulliert werden. Galaxiezyklon hat quasi die Aufgabe eines vierten MRTs. Man kann nämlich eine gesetzte Zauberfallenkarte auf dem Feld zerstören und man kann sie aus dem Friedhof verbannen, um eine offene Zauberfallenkarte auf dem Feld zu zerstören. Aber nicht beides im gleichen Zug. Ja, dann Raigeki, weil Raigeki. Dreimal Duality, weil, um das Deck so konsistent wie möglich zu machen. Vielleicht werden die drei Dualities noch durch drei, Upstarts ersetzt, wenn es konsistent genug ist. Das bleibt noch zu testen. Drei MRTs trotz Galaxiezyklon, weil der eine Ergänzung kein Ersatz ist. Ja, dann Book of Moons Net Stil, weil klar. Gia. Das habe ich jetzt extra auf Englisch gesagt, weil es dann so geil klingt. Aber Crane hast du nicht übersetzt. Stimmt, der klingt. Nein, weil der auf Deutsch einfach nur grotesk klingt mit Kran, nicht Kran. Außerdem habe ich immer den Eindruck, wenn ich das sage, kriege ich gleich einen Hustenanfall. Also egal. Girgia kann auf jeden Fall zwei Girgia-Monster vom Deck Special und die Stufen um 1 erhöhen. Völlig OP die Karte, leider auf. Und deswegen auch völlig zu Recht auf 1. Dann Bottomless und Zwangs-Eva und Warnung sind ja sowieso die Klassiker. Emptiness. Spiegelkraft deswegen, weil das in diesem Deck tatsächlich besser performt als das Deep Prison. Weil das Deep Prison halt den Hard Removal hat, während die Spiegelkraft halt eher die Field Nuke ist und letztere bringt bei diesem Deck mehr. Weil Hard Removal kriegt man auch mit den Monstern. Außerdem ist die Spiegelkraft einfach in der aktuellen Meta besser. Weg gegen Necrots, gegen Clifford und so. Da nuke man einfach lieber alles weg, als eine Karte zu verbannen. Auch wenn man weiß, dass die Karten vielleicht damit nicht wirklich weg sind, aber man hat halt dafür den Zug besser überstanden. Genau.
Ja, im Extra-Deck ist jetzt überwiegend nichts Weltbewegendes, also Finsterrebellion, Ragnar 0, Lautlose Ehre Ark, Himmelsprenger Musketier Kastel, Emeril, Abyssbewohner, Cowboy, Alucard, Levi-Air, Zen-Mai sind ja alles Klassiker. Die einzigen, die ein bisschen spezifisch sind, sind unter anderem der Getrieberiese X, der ja in vielen Maschinendecks gern gesehen ist, der einmal pro Zug ein Material abhängen kann und dann eine Stufe 4 Maschine vom Deck auf die Hand nehmen kann. Und wenn er das Spielfeld verlässt, kann man ein Getriebriamonster Stufe 3 vom Friedhof als Spezialbeschwörung beschwören, was ihn in diesem Deck natürlich nochmal wesentlich geiler macht. Ja, und dann GGHGXG. Oder auf Deutsch Getriebriamonster XE. Ja, die Karte ist aber schon wieder so geil, der Name auf Englisch. GGHGXG. Gott, der kommt noch so ein Scheiß. Egal, also. Schade, dass er XG und nicht GG heißt. Ja, komm, aber ganz ehrlich, wer kommt auf Gogigagagigo? Ich glaube, der hat inzwischen sogar noch eine Evolutionsform gekriegt. Egal. Jetzt muss ich gerade an diese eine GX-Folge denken, wo mit dieser Quizfrage und dann sprich mir diese drei Kartennamen ganz schnell nach. Gagagigo, Gogigagagigo, Gigagigo. Ist viel zu gut. Egal. Mhm. Also, GGGX, was kann der? Also erstmal braucht er drei Monster der Stufe 3, weswegen ich auch vorher diese Combo extra erwähnt habe. Weil das ist die einzige sinnvolle Combo, um auf drei Monster zu kommen. Und außerdem kann man ja dank des Getriprianus dann nur noch Gigia-Monster beschwören. Allein schon deswegen muss der drin sein. Also, der kann während des Battlesteps eines beliebigen Spielers, solange ein Angriff stattfindet, an dem ein Monster vom Typ Maschine beteiligt ist, also sprich, wenn ein Maschinenmonster angreift oder angegriffen wird, kann man ein Nexus-Material abhängen, die Effekte aller offenen Karten, die der Gegner derzeit kontrolliert, annullieren. Außerdem kann der Gegner weder Karten noch Effekte aktivieren. Das dauert dann bis zum Ende des Damage-Steps an. Und wenn der Getriebriese XG das Spielfeld verlässt, dann kann man eine andere Gigia-Karte vom Friedhof wieder auf die Hand nehmen. Ich habe in letzter Zeit ziemlich auf Gigia gesagt. Primär innerhalb der letzten 10 Minuten. Ja. Das ist aber auch scheiße. Ja, ab und zu mögen sie diese Wortspiele halt. Ich erinnere nur diesen ganzen Käse bei den Magiedolche mit Tiara, Misu und der ganze Käse. Gut, worauf baut das Deck? Das Deck baut darauf, Plus zu machen. Und zwar heftiges Plus. Und sonst auf gar nichts. Es gibt eigentlich so gut wie keine Kombo, mit der du nicht Plus machst. Es baut wirklich darauf, dass du dir was raussuchst, dir mit der Karte was raussuchst, dir damit was raussuchst, was wieder was raussucht und raussuchen und raussuchen und raussuchen. Um was anderes geht es nicht. Du suchst wirklich permanent raus und machst dabei dann ganz gemütlich den Gegner kaputt. Die einzige Karte, mit der man keinen Plus macht, ist das Auto, weil das einfach spezial beschworen wird, aber damit tut man den Getrieberiesen, der dann wieder raussucht. Also, ihr merkt das, ne? Und die anderen Monster sind wirklich nur entweder als Hard Removal oder als Finisher gedacht. Und sonst so gar nichts. Das ist, das Deck steht wirklich erstmal Ewigkeiten da und der Gegner denkt sich so, Alter, was passiert denn hier? Ich mach nix, er macht nix, gefühlt. Bis er dann irgendwann merkt, scheiße, jetzt habe ich ja nichts mehr. Aber man selber schon noch. Aber ihr selber habt doch was. Und ja. Das ist halt das, was dieses Deck so geil macht. Ja. Mehr gibt's dazu auch nicht zu sagen. Womit die heutige Vorlesung auch wieder beendet wäre. Wie immer werde ich euch nicht auffordern, einen Daumen nach oben zu geben. Ansonsten Deck wünschen die Comments und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.